Alter, was geht ab, Leute? Hier. Willkommen zum neuen Vlog. Was braucht man? Braucht eine? Es ist mitten in der Nacht. Sean macht noch einen Snack. Stream ist live. Mia ist am Start. Eine Zucchini. Also was wir brauchen, einmal hier Lauch, eine Zucchini. Rice, Rice, Rice. Ich habe auch nicht zu viel Reis, weil das reicht schon für uns. Für mich. Hier ist eh erstmal nichts. So, hier erstmal. Morgen früh vielleicht wieder. Ist eh nicht so viel. Morgen früh vielleicht wieder, Mann. Kleiner Snack, Digga. Geiles Rezept, natürlich. Richtig geil. So, dann. Ja, das wird doch eh einfach nur Gumjing. Mit bisschen Käse. Nicht ganz, Digga. Okay. Nicht ganz, Digga. Nicht ganz. Wir nehmen tatsächlich, ich will nicht so viel Zucchini haben. Wir nehmen nur eine halbe Zucchini. Wir nehmen nur eine halbe Zucchini, Chat. Halbe Zucchini reicht, weil ich glaube, sonst ist zu viel. Also bisher sieht es ganz normal aus wie gebratene Eier, Guys. Nur mit Zucchini noch. Aha. So Reispuffer. Ja, Mann. Deswegen könnt ihr auch ein bisschen mehr Öl benutzen, das ist nicht so schlimm, wenn ihr ein bisschen mehr Öl drin habt. Saftig. Saftig. Jetzt noch so einen geilen Dip dazu. Ja, eine Soße fehlt schon. Also das ist interessant. Zeit zum Aufräumen. Der Müllkarton ist auch aus Hand geraten, der ist überfüllt. Muss ich jetzt alles wegschmeißen gehen. Perfekt. Alles schön sauber gemacht. Kuss geht raus an die neuen Follower aus dem Stream. Und sogar Abonnenten. Subs, Alter, richtig saftig. Wir müssen mal schauen, also Freitag scheint safe zu sein, da könnt ihr mal mit uns rechnen. Freitagabends, später Nachmittag. Wir müssen nur noch schauen, was wir alles machen, da bin ich noch nicht zufrieden, wir brauchen ein Programm. Mehr Spiele, diese ganzen Gesellschaftsspiele, Fall Guys, Gothic Phone oder wie das heißt, Among Us und so. Ein bisschen Action halt für die Zuschauer. Da sind die Jungs noch sehr abgeneigt, da überhaupt irgendwas zu machen. Die wollen da einfach nur hocken und quatschen. So, alles erledigt, alles schön sauber gemacht, aufgesaugt. Jetzt sieht es wieder fresh hier aus. Jetzt geht es, glaube ich, erstmal Mittagessen. Ja, es ist schon so spät, dass ich Mittagessen muss oder gehe. Und zwar so ein Sandwichladen, Pop-Up-Store, nur Samstag, jeden Samstag offen, 11 bis 15 Uhr, von so Food-Bloggern. Dementsprechend ist der auch relativ hype immer. Und wenn man später kommt, dann ist schon ausverkauft. Und ja, die haben es halt gut. Die haben sich einen Namen gemacht als Foodblogger und jeder will sich bei denen einschleimen. Boah, ich war auch hier, hey, ich habe ein Foto bei dir gemacht und so. Und ja, bei denen läuft. Und aber egal, hoffentlich bei Tati läuft es demnächst auch genauso krass. Wir checken die jetzt erstmal ab, ob die wirklich so gut sind oder ob sich jeder nur einschleimen will. Weil die Foodblogger-Szene, die langweilt mich auch in letzter Zeit. Nicht nur die Influencer, auch die Foodblogger langweilen mich. Leute, wenn ihr dachtet, dieser vegane Organic Hotdog wäre schlimm gewesen, ich habe Hipster Nation entdeckt, Mann. Hipster Hauptstadt. Junge. Und Schlange auch abnormal. Oh mein Gott. Alter, ich schwöre dir, ein so ein Ding kostet 10 Euro oder so. Die verkaufen easy 3.000-4.000 am Tag, Mann. Das sind 30.000-40.000, Alter. Was ist das, Mann? Okay. 3.000-4.000 ist übertrieben. 1.000 ist safe. Alter, Schlange des Todes. Teuer des Todes. Und Hipster des Todes. Aber schauen wir mal. Ich meine, ich bin nicht besser. Ich bin hier, also macht es mich auch zu einem Hipster? Von meinem Herzen wünsche ich mir, dass Tati auch so krass laufen würde. Und es ist nicht unmöglich. Also sein Essen bestimmt safe. Mindestens genauso gut. Aber wahrscheinlich, wir wissen eh, besser.
Also dieses Sandwich muss mich schon krass überzeugen, dass es A, 10 Euro wert ist und B, diese Schlange wert ist. Also bitte. Am Ende des Tages ein solider Döner für 3,50 von der Straßenecke. Wahrscheinlich Preis-Leistung besser. Wahrscheinlich, seien wir mal ehrlich. So, das hat eine Ewigkeit gedauert. Ich bin gespannt. So sieht's aus. Einmal habe ich mit Egg gekauft und einmal Club Sandwich. Ja. Digga, das ist doch Standard-Chip. Ich will den nicht. Das ist immer so ein Ah, doch hier. Hä? Das ist ja voll überschüttet hier. Junge, ey. Oh mein Gott. Also ein so ein Ding hat 10 Euro gekostet. Das heißt, das hier hat 5 Euro gekostet. Ey. Digga, dieser Bissen muss wie bei Schokogekinosoma Food Wars mich jetzt nackt machen. Dafür, dass das der Bissen, also das hier, Digga, das sind 2 Bissen. Alles Welt, aber. Kennt ihr diese Fertig-Sandwiches von Penny und Aldi und so? Also, es ist nicht viel besser als das. Also, ganz ehrlich, echt nicht, man. Also lecker, ja. Aber doch nicht für den Preis und für den Aufwand. Ey, was ist das? Und diese Größe. Okay, der ist wenigstens getoastet. Ich weiß nicht, ob das kalt sein soll oder ob die es vergessen haben. Beim Stress. Hier ist wenigstens schön viel Wurst drauf. Also das ist schon eine stabilere Portion. Digga, das schmeckt wie, wenn ich mir selber Toast mache, Salat, Tomate drauf tue, ein bisschen Schinken und ein bisschen Salami oder so. Dein Ernst? Okay, der kam einer gerade hierher, ist ja hier der Hausdurchgang, ich habe mich einfach so einen Pennerplatz gesucht zum Essen. Hat Kamera gesehen, so, was filmst du so und sowas? Hast du ein Projekt? Ich so, ich mach Daily Vlogs auf YouTube. Ich so, wer bist du, was machst du so? Ich so, naja, Alter, ich hatte mal einen relativ großen Pokémon Go YouTube Channel. Bin Bitcoin Investor. Hab ein Startup, mach dies, das, einfach mein Leben, probier hier Sachen aus. So, ja, alles klar, ich google dich mal. Google's mich, Leute. Pass auf dich. So, da bin ich wieder. Frisch gemacht. Video gerade geschnitten. Es gibt noch Chips von dem Sandwichladen. Pop-Up-Store, also es gab nicht mal Pommes oder irgendwelche Kartoffeldinger, es gab nur Chips frisch, Chips oder sowas mit bisschen, die Soßen waren geil, aber das sind 0815 Chips, die kann man nicht mal tunken, also die haben nicht mal Rob's Chips, die richtig saftig zum Tunken sind, also der Laden hat mir echt so gar nicht getaugt, so wirklich, wirklich, wirklich gar nicht und das kommt nicht oft vor, also das, der letzte Laden, der mir null getaugt hat, war Pulumacke, dieser gehypte Döner in Wolfratshausen, oh mein Gott. So, der Tag ist sehr schnell vorbeigegangen. Ich habe noch ein paar Sachen erledigt, nichts Erwähnenswertes. Ich gehe jetzt auch rüber zu den Nachbarn und wir spielen ein paar Spiele und so. Das ist ganz praktisch, wenn man mit den Nachbarn gut befreundet ist. Euch natürlich noch einen schönen Tag. Ihr seht das am Muttertag. Gönnt euch, viel Spaß mit eurer Mutter. Ich hoffe, ihr habt ihr ein schönes Geschenk gemacht. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Folgt uns auf Twitch, jeden Freitag auf jeden Fall. Nächsten Freitag ist Tati wieder am Start und nächste Woche ist auch unser 10.000 Euro Yu-Gi-Oh! Turnier. Folgt uns auf Instagram, Serious Business, ciao, dies, das, investiert in Bitcoin, DeFi, ihr wisst Bescheid.